So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hi-Rise City. Ja, wir sind in der ersten Folge ein Stückchen weit gekommen. Wie gesagt, wir spielen das Ganze hier ja ohne Tutorial. Wir fuchsen uns da selber rein. Es gab einen kleinen Lacher in der ersten Folge. Und zwar habe ich das Baumenü hier unten nicht gefunden. Aber ja, wenn man mit der Maus runtergeht, blendet es natürlich ein. Ich habe immer nach einer Taste gesucht. Haben bestimmt einige am Bildschirm gelacht. Aber ich denke, jetzt haben wir alles rausgefunden soweit und planen jetzt mal das weitere Vorgehen hier in unserem Dorf, Stadt, wie auch immer. Wir sollten mal schauen, dass hier langsam mal der Fisch abtransportiert wird. Hier hinten im Holzfäller fehlen Leute, wie es ausschaut. Die Industrie hier ist ganz schön beschäftigt. Wie sieht es jetzt hier aus bei unserer Obstfarm? Gemüsehof ist es ja, keine Obstfarm. Kommt noch. Sieht soweit ganz gut aus. 100%, das passt soweit. Das läuft. Wie sieht es in diesen Büros aus? 8 Arbeitsplätze belegt. Perfekt. Da auch. Das heißt, denke ich mal, dass wir einfach nochmal einen Block bauen werden. Und wir werden definitiv... Achso, wir haben wieder mal keine Ressourcen. Wow. Schaut euch mal den ganzen Verkehr an hier. Meine Güte, wo wollten ihr eigentlich alle hin? Geht's euch noch gut? Fahrt doch hier vorne rum, hier ist viel weniger Stau. Jawohl. Auch nicht wirklich. Aber gut. Ich glaube, wir werden das Ganze ein bisschen anders handhaben. Wir werden, denke ich, wirklich eine neue Logistik-Spedition aufmachen. Ich bin mir gerade überlegen, ob wir die hier unten hinstellen. Ja, komm, machen wir auch. Dann reduzieren wir aber die hier. Und zwar auf die Reichweite. Die wird sich hier nur um die Holzindustrie da oben kümmern. Und die neue hier. Genau. Die können wir auch noch ein kleines bisschen einkürzen. Aber so, dass der Gemüsehof wenigstens mit drin ist, hier unten. Ich denke, das war jetzt schon mal eine gute Investition, weil dann kommt der Fisch hier nämlich auch schneller weg. Ja, und eventuell dann auch das Gemüse. So, wie sieht denn das hier gerade aus? Was habt ihr für ein Problem? Wir brauchen Arbeiter. Das heißt, wir brauchen mehr Häuser. Kriegen wir natürlich, sobald wir wieder Ressourcen haben. Und das geht ja jetzt relativ zügig. Jetzt sind die ja überall da oben unterwegs. Neue Gebäude verfügbar. Boah, sind wir aufgestiegen. Erreiche 300 Facharbeiter, erste Stufe. Wir haben ja noch gar keine 300, aber okay. Wir können jetzt eine Obstplantage machen, eine Lehmgrube, eine Ziegelei, Müll, Müllabfuhr. Das ist schon mal perfekt. Oh Gott, danach geht's in Kraftwerke. Oh, 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 oh. So, dann haben wir jetzt das erstmal hier ein bisschen erweitert. Sieht hier schon mal überall gut aus. Wir werden jetzt mal ganz kurz in die Ressourcentabelle gucken. Doch, ja, Strom geht langsam zur Neige. Okay, aber es geht. Dann gucken wir doch mal. Ne, das ist die Ziegelei. Müll. Was brauchen wir denn dafür? Einfache Müllabfuhr. Das
sammelt den Müll ein, den die Bewohner der Stadt verursachen. Die Reichweite der Müllabfuhr kann eingestellt werden, um überflüssige Kosten zu verhindern. Das Abtransportieren von Müll stellt eines der Grundbedürfnisse der Stadtbewohner dar. Zum Lagern von Müll baut man derzeit den Müll ab. Je mehr Müllzonen Müll fassen, desto schneller wird der Müll abgebaut. Ah, okay. Aber dann würde ich sagen, erstmal eine Müllabfuhr. Die Frage ist, normalerweise würde ich die hier nach oben setzen. Die Müllabfuhr neben der Spedition? Die sollte eigentlich schon ein bisschen außerhalb sein, finde ich. Aber gut, wir haben jetzt gerade alles ein bisschen stadtnah. Komm, wir setzen die jetzt einfach da hinten hin. Und dann wird hier mal die Straße noch erweitert. Da fahren wir nochmal so. Das passt schon so. Und dann können wir nämlich auch noch schauen, wenn wir so eine Müllzone hier hinkriegen. Können wir nämlich dann gleich hier daneben setzen und können es dann eventuell hier rüber noch erweitern. Gerade mit den Zweien hier. Aber ich glaube, mit den vier kommen wir erstmal klar. Dann wäre die nächste Baustelle, weil wir Rohstoffe bestimmt ziemlich zeitnah brauchen, eine Lehmgrube. Oh, die ist da oben. Die ist hier oben. Dann müssten wir vielleicht mal gucken. Dass wir hier mal eine Straße hochziehen. Sie werden diese Straßen eigentlich als normale Wege benutzt oder nur zum Transportieren? Das ist jetzt eine gute Frage. Das war eins zu weit. Aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Dann ziehen wir den mal weiter runter. So. Aber ich gehe mal schwer davon aus, dass wir hier früher oder später Wasser brauchen. Oder braucht die? Braucht die überhaupt Wasser hier oben? Ich denke schon. Werden wir rausfinden. Warte mal, gucken wir gleich mal nach. Doch, die braucht Wasser. Okay, dann habe ich ja jetzt keinen Fehler gemacht. Dann setzen wir hier mal eine Lehmgrube hin und haben dann eventuell nochmal Luft. Ja, 90% könnte man noch eine daneben setzen. Es geht. Die Ziegelei. Boah, die macht aber ganz schön Radau anscheinend. Aber was kann die eigentlich verarbeiten? Ich glaube, die bauen wir die jetzt gleich hier oben mit hin. Aber die muss bestimmt Müll abgeholt werden, oder? Ja. Und ich habe jetzt wieder das Problem, dass keine Spedition in der Nähe ist. Außer ich mache jetzt hier rüber, aber dann ist die auch ewig weit unterwegs. Dann komme ich halt um eine dritte Spedition leider nicht rum. Dann kann ich es aber auch gleich hier oben bauen. Warte mal, dann machen wir das aber so. Ziehen wir das hier so rüber. Und dann bauen wir hier die Ziegelei mit hin. Und was wir halt jetzt zwangsläufig machen müssen, ist die neue Spedition. Aber
Ja gut, ist halt so, oder? Frage ist nur, wo baue ich es jetzt hin? Auf die Seite oder auf die Seite rüber? Komm, die bauen wir hier hin. Spiel gespeichert. Jetzt haben wir natürlich ein Stromproblem, wie wir es hier oben gerade sehen. Aber jetzt haben wir hier oben schon richtig schön viel Lärm und Radau. Dann könnten wir eigentlich den ganzen Stromkladderadatsch hier rüberbringen. Dann ist es auch ein bisschen weiter weg von der ganzen Stadt. Können wir die eigentlich verschieben auch? Frag nur mal so für einen Freund. Namen ändern, minimieren, schließen. Reißgebäude ab. Weißt du was? Wir machen das jetzt ganz einfach. Wir setzen hier einfach zwei Stück hin und reißen die hier vorne ab. Wir kriegen ja immerhin die Hälfte wieder zurück. Gut, wir hätten vielleicht warten sollen, bis die zweite Windturbine steht. Oh, Wasser wird auch knapp. Echt? Das glaube ich jetzt aber nicht ganz. Tut mir leid, aber... doch. Nee. Wir haben uns wieder gefangen. Okay. Es ging gerade mal kurz rapide bergab. Was ist denn eigentlich bei euch hier oben los? Liebe Spedition, wie wär's, wenn du dich hier mal drum kümmerst? Du hast nichts anderes zu tun, als dich um diesen Bereich da oben zu kümmern. Und kriegst es nicht auf die Kette? Warum nicht? Weil wir keine Arbeiter haben, deswegen wahrscheinlich. Oh ja, die bauen auch instant. Dann bin ich ja mal gespannt, ob wir vielleicht auch Büroflächen brauchen. Sieht mal so aus. Gut, wir sehen es auch da oben an der Nachfrage. So ist es jetzt da nicht. Aber unser Geld schwindet immer noch weiter. Au, jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Wir haben immer noch keine Versorgung aufgebaut. Ich würde aber sagen, die packen wir hier hin. Dann sind doch die Leute mit dem Gesundheitswesen hoffentlich zufrieden. Und dann brauchen sie noch Obst. Stimmt, und hier werde ich dann wieder das Problem kriegen wegen dieser angeblichen Brücke, was hier gebaut wird. Mal gucken, ob wir das vielleicht hier beenden können oder verändern können. Das ziehen wir auch mal so hin. Die Straße, die verbindet das Ganze ja hier rum. Wir machen das mal weg. Und legen mal die Verbindung hier unten lang. Und dann hoffen wir mal, dass wir das Brückenthema hier los sind. Weil dann könnten wir hier unten nämlich eine schöne Obstplantage reinziehen. Und Obst brauchen wir, denke ich. Oh, der Strom ist schon wieder aus. Würde ich sagen, fast eine größere Stelle. Deswegen. Neue Gebäude verfügbar. Wow!
Steuern einstellen, Kredit, Handel können wir jetzt. Und gerade zum Thema Strom können wir auf was Größeres umswitchen. Größere Straßen, eine Bank, Polizei, Feuerwehr, Dorfkirche, Solar, okay. Bin ich gespannt, aber wir machen jetzt erstmal unsere Obstfabrik weiter. Und die setzen wir mal hier, diesmal hier oben ins Eck. Oh, was fehlt denn? 30 Ziegel. Ja, super. Mit denen kann ich jetzt wahnsinnig viel anfangen, wenn wir keinen Strom haben wahrscheinlich. Das Spiel ist gespeichert. Das kostet unser Gaskraftwerk, das kostet alles. Wie viel Strom machst denn du? Warte mal, geh mal bitte ein bisschen langsamer. Es produziert 10.000 Strom. 2.000. Das Ding macht 5.000. Kostet mich 15.000. Das kostet 20. Das sind aber die Dinger hier. Nee, 5.000. Ich glaube, da ist mir so ein Solarfeld hier. Glaube ich, kommt mir da ganz gelegen. Machen wir auch. Wir investieren in die Zukunft. Ah, jetzt ist Solarfeld, oder? Sonnenwärmekraftwerk, ja. Energieverwertung, jo. Klar ist es ein größeres Feld, was hier gebraucht wird, aber ich würde mal sagen, dass sich das auf jeden Fall rentiert. Jo, ich habe keinen Strom, ich weiß, meine lieben Leute, kommt schon, ist in Arbeit. Wir gucken mal, was. Wir könnten ja theoretisch auch Handel treiben mit dem Zeug, was wir überflüssig haben. Da könnten wir schauen, dass wir hier unten einen Hafen hinkriegen. Oder vielleicht sogar so erst hier rüber. Weil wir könnten hier auch so ein eigenes Hafenviertel machen, dass wir vielleicht auch die Fischindustrie dann hier rüberziehen. Wäre vielleicht gar nicht so doof. Oder wir lassen den Hafen hier drüben. Weil da haben wir ja schon ein Logistikunternehmen. Oder eine Spedition, besser gesagt. Das ist jetzt eine gute Frage. Wir könnten hier eigentlich knallhart hier rüberfahren. Und hier den Hafen anbinden. Dann ist das quasi unser Hafenviertel hier unten. Dann komm, wir bauen den dahin. Fisch kriegt man da auf jeden Fall noch hin, oder? Jo. Wird man auf die Seite auch kriegen. Also wenn es mal knapp wäre, dann brauchen wir das hier rüber. Dann haben wir hier noch eine kleine Fischindustrie hier unten. Können wir ja hier noch eine Straße lang ziehen. Kriegen wir auf jeden Fall. So, was können wir aktuell verkaufen? Öffne Handelsmenü. Ah, so geht das. Dann verkaufen wir momentan bitte erstmal Holz. Wie wird denn das eigentlich hier ausgerechnet? Dauerauftrag. Kaufen oder verkaufen bis zum Handelslimit. Wenn ich jetzt hier auf 30 gehe, dann verkauft er alles, was über 30 ist, oder? Verstehe ich das richtig? Oder verkauft er 30 Stück? Ja, gut zu wissen, oder?
Weil das ist auch beim Fisch zum Beispiel und beim Gemüse könnte man das aktuell auch so halten. Dann dürfen wir vielleicht ein bisschen Geld verdienen. Ja, 30. Okay, das ist Limit. Und hier machen wir auch alles, was über 30 ist. Darf erstmal weg. Sieht gut aus. Bei Werkzeuge, die kaufen wir dann ein, wenn es soweit ist. Das Spiel ist gespeichert. Wir machen auch schon ein bisschen Plus. Das finde ich auch gut. Die Speditionen kriegen sich jetzt so langsam in Griff, wo sie überall hin müssen, oder? Ja, das funktioniert. Müll funktioniert auch. Die hier unten läuft auch. Dann schauen wir jetzt, ob wir unsere Obstplantage hinkriegen, die ich hier bauen wollte. Warte mal, die wollte ich in diese Richtung bauen, denke ich. Ja, genau, hier rein, ja. Und die packen wir. Und die Spedition, die wird vielleicht später umziehen, dass die hier runterkommt. Dann könnte ich nämlich auch sagen. Ne, komm, wir bauen es hier oben hin. Sieht, glaube ich, schöner aus. Hier drüben haben wir Tomaten, haben wir gesagt. Was haben wir dann hier gerade? Sonnenblumen, okay. Aber Obst. Warte mal. Gibt's hier keine Bäume? Also wie du visuelle Sache. Doch, Bäume, da kommen sie doch. Wir nehmen, glaube ich, auch Obstbäume. So, wie geht's euch denn jetzt so aktuell? Ihr seid aktuell soweit zufrieden. Bei euch sieht es soweit auch ganz gut aus. Und ich würde mal sagen, wir gehen hier im Gewerbe mal auf 18% steuern und schauen, dass wir hier mal auf 15% gehen, weil wir müssen ja auch investieren. Vor allem brauchen wir jetzt, denke ich, als nächstes erstmal eine Feuerwehr. Wir haben die Sachen noch nicht mal gebaut, das sind schon im neuen. Meine Meinung, es geht ganz schön voran, du. Ich würde fast sagen, wir bauen hier noch eine kleine Straße rein. Nee, wir ziehen die komplett durch und machen hier dann noch eine Feuerwehr hin. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Hier eine Feuerwehr. Was gibt es denn hier noch? Ausgebaute Feuerwehrstation. Ach, das ist eine einfache, was wir hier haben. Und dann wollten die noch eine Polizei, wenn ich mich nicht täusche. Polizei stellen wir hier rüber. Brauchten ihr noch? Ah, die brauchen noch eine Kirche. Okay. Eine Dorfkirche, eine Klosterkirche. Habe ich echt die ganzen Materialien? Oh, jetzt wird es aber dann gleich gefährlich. Wir müssen importieren. Handelsmenü bitte öffnen. Wir brauchen definitiv Werkzeuge. Auf einem Stand von 10, bitte. Das wird uns jetzt Geld kosten ohne Ende. Und das ist jetzt gerade was, was wir nicht haben. Bilden die nächste Anwohnerkategorie. Ihre Bedürfnisse sind schon etwas höher als die der Fachwerker. Sind sie auch imstande, höhere Steuern zu bezahlen? Aha, sollen wir doch. Ich weiß jetzt nicht, ob das so schlau ist, jetzt schon eine neue Dings zu bauen. Aber wir machen minus gerade das. Oh, wir haben gerade eingekauft. Machen gerade abartig minus.
Komm, wir machen jetzt hier einfach mal ein so Viertel hin. Machen hier mit denen weiter. Ah, uns fehlen gerade Rohstoffe. Ja, die kommen gerade wieder. Dass wir hier nämlich auch unsere Leute zufriedenstellen können. Spiel gespeichert. Oh, die brauchen alle Ziegel auch. Uiuiuiui. Was ist da hinten los? Wir hatten doch jetzt die ganze Zeit so viel Holz. Jetzt ist vorbei mit Holz, oder wie? Ne, da wird gerade wieder was abgegeben. Weil ich hätte ganz gerne die drei hier noch mit als Bürogebäude. Und hier drüben ganz gerne noch den Rest mit den Facharbeitern. Und dann hier unten ein bisschen größere Gebäude. Und vielleicht auch größere Bürokomplexe. Es gibt einen Mangel an Fisch. Wie bitte? Wir haben Mangel an Fisch? Wo? Der ist aber ganz schön eingebrochen gerade. Oh, oh. Da dürfen wir jetzt aber nachlegen. Und dann werde ich auch hier unten die Straße warte mal, können wir die kann ich die hier nicht? Ey, warum? Hör auf! Hör auf! Mensch! Das ist schwierig, warte mal. Ich glaube, ich muss hier mal das Straßenkonzept hier ein bisschen unterbrechen. Das machen wir mal so hin. Dann kann ich hoffentlich das Stück hier entfernen, genau. Und dann kriegen wir doch bestimmt hier eine Straße hin. Oder auch nicht. Warte mal. Dann muss die halt doch nochmal weg. Kriege ich die jetzt nicht noch ein Stück weiter vor? Echt nicht? Steigung zu groß. Ich glaube es jetzt echt nicht. Binden wir es jetzt so rüber an. Hatte ich ja doch vorher die Straße. Ach, jetzt kriege ich die nicht mehr hin. Doch, jetzt hat. Warte. Bäm. Jetzt ist die Straße wieder da. Perfekt. Jetzt läuft die Fischproduktion hoffentlich wieder besser. Oh, nee. Nee. Das ist noch nicht der Fall. Warte mal, Essen, Fisch. Ich glaube, wir bauen hier die hin und ich reiß die da mal weg, dass ich die Straße hier ganz hinkriege. Und eventuell wird die Spedition auch wirklich nochmal umgesetzt. So. Das kostet zwar jetzt alles Ressourcen, aber was soll's? Ist jetzt so. Ah, da ist die Steigung auch zu steil, deswegen komme ich da auch nicht hin. Ne, jetzt komme ich da hin. So, dann kann nämlich jetzt auch die... Oh.
Expedition da bleiben. Wollte ich gerade sagen. Vorausgesetzt, ich kriege hier die Verbindung hin. Was ich wohl nicht hinbekomme. Ist das jetzt einfach bloß optisch? Weil das da ist ja normalerweise hier oben die Kante, oder? Bin mir nicht sicher. Ich lasse es jetzt. Ich lasse es jetzt erstmal so. Die Straße werden wir schon irgendwann anders mal anfügen. Aber sie kommen jetzt erstmal hier die Spedition hier rum, überall wo sie hin soll. Das ist schon mal vorteilhaft. Aber ich glaube, sie können hier rumfahren. Ich glaube, das ist hier nur ein Anzeigefehler, weil ich glaube, hier ist glaube ich gerade einer hochgekommen. Nee? Nee, die biegen ab. Nee, passt schon so, okay. Jetzt schauen wir bloß nochmal schnell nach dem Fisch. Hätte ich das Fenster auch schnell offen lassen können. Yo, Fisch geht wieder nach oben. Perfekt. Dann haben wir uns doch nochmal den Hintern gerettet. Wir sehen schon Holz, die Ziegelproduktion läuft auch gerade ganz gut an. Wir machen plus Geld. Das ist auch nicht verkehrt. Wir können dann auch mal schauen, dass wir vielleicht schnellere Straßen außerhalb hinkriegen. Neues Land kaufbar. Ah ja. Dann können wir auf jeden Fall mal neue Parzellen kaufen, wenn wir es brauchen. Aber aktuell haben wir genug Platz, würde ich sagen. Und die Stadt läuft aktuell ganz gut. Rohstoffe sind ganz gut. Wir machen Plus. Also die wichtigsten Sachen haben wir soweit schon mal erledigt. Jetzt müssen wir natürlich schauen in der nächsten Folge, dass wir die Bedürfnisse weiter erfüllen. Die besseren Gebiete bauen. Und natürlich, dass wir unsere Einnahmen deutlich steigern können. Ich hoffe, ihr hattet Spaß in der Folge. Klar, es war ein bisschen umbauen, aber ich sag mal so, eine Stadt ist nie perfekt. Man musste immer ein bisschen umbauen und hin und her nehmen. Mit unserem Energiekonzept, ich weiß noch nicht komplett, ob wir nur auf erneuerbare Energie gehen oder auch ein Gaskraftwerk je nach bauen oder Kohlekraftwerk je nachdem. Aber erstmal, solange es Kosten-Nutzen-Faktor passt, werden wir erstmal bei der erneuerbaren Energie bleiben. Und ich hoffe, wir können es uns auch damit halten. Aber dazu in den weiteren Folgen mehr. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen da oder auch gerne einen Kommentar. Und ich würde sagen, euch einen schönen Tag. Wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao. Perfect.